Mein Gast heute, das ist André. Und André ist der glückliche Gewinner von einem 7.000 Euro PC. Wir gehen nämlich jetzt gleich rein ins Lager und er darf sich seine Komponenten im Lager selbst zusammenstellen, raussuchen und dann gehen wir in die Fertigung und dann kriegt er das Gerät auch noch gebaut. Und wie fühlt sich das so an? 7.000 Euro PC? Richtig geil. Richtig geile Sache, oder? Ja. Cool. Also, wir marschieren ins Lager und wir sehen uns gleich wieder. Er kriegt nämlich jetzt erst noch mal was Schickes zum Anziehen. Bis gleich, haut rein. So, hier sind wir jetzt am Startpunkt für den Auftrag. Hier wird der Auftrag mit seiner Lagerkiste verheiratet und dann fährt die Kiste bei uns durchs Lager. Das heißt, hier geben wir jetzt die Kiste aufs Band und dann sind wir im oberen Stockwerk und sehen, wie uns die Kiste entgegenfährt und dann geht es los, dann sammeln wir die Komponenten zusammen. So, deine Kiste biegt hier gleich ab. Guck mal. Da. Die 662. Der gehen wir jetzt einfach hinterher. Die Kiste hat mein Tempo. Bumpentempo. Einmal da. Ja. Halte dann nur mal auf die Gasse 5. Und der große Vorteil ist, hier hast du auf der Pickliste alle Sachen ungeordnet, mit den Lagerplätzen auch von den anderen Etagen. Mhm. Wenn du dich aber an der Gasse anmeldest mit dem Scanner, wird dir nur das angezeigt, was in diesem Gang relevant ist. Ja? Das heißt, einfach mal einscannen. So. Und jetzt haben wir hier auf der 463 zweimal die Festplatte. Also zwei Stück rausnehmen und in den Behälter. So, da haben wir die. Dann die 4113, einmal ein Laufwerk. Okay. Mhm. Ja, da unten das Mainboard. Hier geht auf die Reise. Nächste Station. Die Hupe muss geölt werden. Gibt es eigentlich was, was ihr nicht habt? Ich hoffe, du filmst mich immer nur ab hier auf. Scanner, neues Glück. Bitte. Was soll das sein? Ja. Da haben wir sie doch. G903? Korrekt. Bitteschön. So, dann. Du hast aber feine Sachen rausgesucht, mein lieber Mann. Multiport von Penny Kartenleser. So. Tschüss, Kiste. Und hier in der ersten Etage. In die Richtung. Scanner mitnehmen? Ich natürlich. Ja, Chefin, komm. Hallo. Nein, du hast hier eine Gegner. Hier sind wir in der Spezialabteilung, weil hier die SIM-Bahne, hier ist alles, was Rechenleistung hat. Prozessoren, Speicher und hier kommissioniert die Chefin höchstpersönlich. Hier hinten. Hier, da. 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 Diese übertriebene Verpackung. Nächste Station. Hier ist das Band. Ja, ein Gartenzwerg.
Der Auftrag fertig gemacht. Ja. Wir klauen uns jetzt hier mal einen Arbeitsplatz. Hier wird der Behälter gleich abkommissioniert. Ja. Et voilà, ein Komplettrechner. Warenbegleitpapiere. Das ist jetzt die komplette Liste mit den Komponenten. Gut. Kistchen. Zippi zappi. Das ist mit einer Kiste bewaffnet. So, wir danken dir. Dankeschön. Und viel Spaß beim Bauen. Dankeschön. Und wenn ihr den Rechner nicht braucht, ich würde ihn nehmen. Okay. Hast du gehört? Der dritte. Danke. Tschüss. Die restliche Ware. Genau. Fertigung! Ja. So, und der sieht aus wie ein Gewinnertyp. Ja, aber sowas von. Genau, und der Sven baut mit dir jetzt den PC zusammen. Da haben wir alles, was wir brauchen. Rechner ist gebaut. Bist du zufrieden? Ja. Will ich hoffen. Ja. Gut. Nein, aber dein Traum-PC mit deinen Komponenten. Wir machen jetzt noch die abschließenden Tests, BIOS einstellen etc. Und dann bist du auf dem Heimweg mit deinem Traum-PC, deiner Traumperipherie. Und dann bleibt mir nachher nichts anderes übrig, als dir viel Spaß zu wünschen. Gut. Das heißt, Tests, Wärme, packen wir ein und dann geht's ab nach Hause. So, wie man sieht, zu den Tests gehört mittlerweile auch die Überprüfung der Wärmeverteilung, ob es irgendwo Wärmestau oder ähnliches gibt. Und hier sehen wir ganz deutlich und wunderbar, wie sich die Hitze entwickelt, Grafikkarte. Und wenn wir jetzt vielleicht sogar noch mehr Wärme hätten, könnte man auch sehen, hier sind die Schläuche von der Wasserkühlung, die sind jetzt alle noch im optimalen Bereich, da ist noch alles prima und kühl. Das sieht doch super aus. So, am Eingang haben wir angefangen, am Ausgang hören wir auf und da ist dein Gewinn. So, ja, hab ja schon mal gesagt, als er fertig war, jetzt ist er auch getestet, alles ist eingerichtet, Treiber sind drauf, Benutzer ist eingerichtet, fertig, kannst direkt loslegen, wenn du nach Hause kommst, dann bleibt mir nichts anderes, als dir nochmal zu gratulieren. Herzlichen Glückwunsch zu sagen und viel Spaß und Bildchen, wenn das Setup steht. Mach ich. Okay, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß bei dem Video und habt mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken können. Wie wird der PC gebaut, Abnahme, Wärmebildkamera, dass wir auch wirklich alles prüfen. Und in dem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Magst du singen? Nee. Nein? Was macht eine Bombe im Bordell? Puff! So, als Überraschung haben wir jetzt hier noch den größten, den allergrößten Hannover 96-Fan. Ja, der kommt da unten aus der Ecke. Und
Er verschleiert sich ein bisschen mit der komischen Mütze hier. Ja, aber und was sagst du zum Mütze. Letzten Spielergebnis von Hannover? Ja, also ich finde es echt toll, dass er auch den Mut hat, hier zu sagen, dass es keinen größeren Fan als ihn für Hannover 96 gibt. Ja? Wie lange bist du schon? Ja, ich würde sagen, später dazu auch nichts mehr. Deshalb schicken wir ihn wieder weg. Danke, Hannover 96-Fan. Du bist ein Arsch. Übrigens, Snapchat ist Hannover 96. Könnt ihr ihn finden.